Hoffi, gib mir mal Bescheid wegen der Urgrußknut. 20.7.15, 1.13 Uhr. Was soll damit sein? Marco 20.7.15, 13.09 Uhr. Hatte gehört, du würdest dir Sorgen machen, dass ich dich grundlos beschuldige, sie mir entwendet zu haben. Würde ich nicht tun. Ist nicht meine Art. Falls du andere Sachen angegeben hast, sollte ich das auch wissen, um die Lage zu entspannen. Entscheidung liegt bei dir. 20.7.15, 13.39 Uhr. Ist alles okay? Okay, habe noch nichts von einer Aussage oder Termin zugeschickt bekommen. 20.7.15, 14.54 Uhr. Knut, meine Frage, du hast ja mitbekommen, dass die bei mir eingebrochen sind und den Fernseher geklaut haben. Hast du noch mehr Rechnung davon oder Belege noch davon, würde mir echt weiterhelfen. Marco 15.9.15, 13.52 Uhr. Du warst in einem Anruf mit Marco 15.9.15, 13.53 Uhr. Hallo Hoffi, ich werde eine neue Rechnung bei Saturn abholen, gebe dir dann wegen deiner Seriennummer Bescheid. Hoffe, das hilft dir, den Täter zu überführen. 18.9.15, 0.38 Uhr. Ja, das ist nett, dankeschön. Falls es klappen sollte, wäre nicht schlecht. Hab gehört, dass du dich mit Pitt unterhalten hat wegen dem Pfandschein. Hat bestimmt alles abgestritten. Na ja, traurig, so ein Volk. Hab die ja selber erwischt, wo sie mir das Portemonnaie wieder im Briefkasten getan haben. Aber die hatten nichts mitbekommen, dass ich es wusste. Habe den Schein von da mir gesehen. Lächerlich, vor allem da ich ihn vorher noch gefragt hatte, ob ich es bei ihm liegen gelassen hatte. Und er alles abstritt, bis da mir alles erzählt hat. Gut zu wissen, da er mir dann zweimal ins Gesicht gelogen hat. Gebe ihm noch eine Chance, mir gegenüber Farbe zu bekennen. Dann kann er mit den Konsequenzen leben. Bei Saturn kenne ich den Leiter der Abteilung und das wird kein Problem. Können wir auch gerne zusammen hinfahren. 18.9.15, 1.06 Uhr. Hast du etwas erreichen können bezüglich des Fernsehers? 20.9.15, 0.47 Uhr. Pass auf, Knut, erzähl dir es, wie es abgelaufen ist. Aber behalte es für dich. Der Daniel und der Damir waren es. Hab ihn schon mehrmals angeschrieben. Ich weiß 100%ig, weil der Arthur die an dem Abend erwischt hat, wo die mit dem Fernseher aus dem Haus gegangen sind. Bis hin zu den Aussagen, die ich von Leuten habe, die es mir bestätigen, dass sie damit prallen. Whisky hat den Daniel gestern Abend getroffen und er behauptet, dass Melly sein Alibi ist. Sie will für ihn aussagen und bestätigen, dass er bei ihr Nacht da war. Tja, also ich weiß, dass die beiden bevor die Aktion bei Melly waren und sie weiß auf jeden Fall davon und versucht, die beiden zu decken. Naja, soll die Polizei das rausfinden. Aber es waren Daniel und Damir und hätte normalerweise sie hätte es sonst sofort mitbekommen von der Lautstärke im Flur. Aber meint, sie hat nichts gehört und der er prallt darüber, dass Melly sein Alibi ist, fühlt er sich sicher. Warte, kopiere dir mal den Verlauf von gestern SMS mit Daniel. Du willst mich nicht verstehen. Pass auf, welche Aussagen du machst, Punkt, du wirst dich selber belasten. Willst du das wirklich? Du weißt, dass ich mich mit deiner Mutter gut verstehe und jetzt frag dich mal, bitte, warum ihr habt genug Belastungen zu tragen, vor allem deine Mutter. Willst du, dass sie die Wahrheit erfährt? Frag dich das selber, zieh keine Leute mit rein, die nichts damit zu tun haben. Gib mir einfach den Fernseher wieder, du weißt selber, dass es eine Scheißaktion war und das Risiko zu groß war. Denk echt drüber nach, bevor es zu spät ist. Wir können uns gerne jederzeit sehen.
Es kommt immer alles raus und wenn du weiter deinen Film fährst, dann wird es der falsche sein. Willst du echt alles dafür riskieren? Du weißt, du kannst mit mir reden. Wäre dringend. Mein Text. Junge, wovon redest du und wag dich zu meiner Mutter zu gehen? Ich tote dich persönlich und Damian meldet sich gleich bei dir. Habe gerade mit ihm gesprochen und noch einmal sage ich dir, das habe nichts mit dem Scheiß zu tun. Lass Effline aus dem Spiel. Geh zu den Bulle, hab ein Alibi für die Nacht. So jetzt mach aber halt einfach Effline aus dem Spiel, sonst stehe ich gleich mit Messer vor deiner Tür und zerstöre euch alle, ihr Pisser. Sein Text. Du warst in einem Anruf mit Marco 20.9.15, 10.33 Uhr. Sie hat es mir auch selber im Flur erzählt, dass er bei ihr bei der Cousine und Whisky waren, dabei vor 5 Tagen ungefähr. Die Melly selbst hat mir ja gesagt, dass es wahrscheinlich der Daniel gewesen sein könnte. Und auch wenn du mir nicht glaubst, bisher haben weder sie noch ich irgendetwas hinter deinen Rücken gemacht, was dir schaden könnte. Von dir ist nicht die Rede, aber der Daniel ist oft bei ihr, hat letzte Mal sogar die Mülltonnen von uns für hochgeschleppt, alle beide. Und ich ziehe keinen damit rein, aber er meint es ja, dass sie für ihn aussagen wird. Und tja, er war ja an dem Tag bei ihr bis abends, hat sie mir doch erzählt. Der Schein drückt. Klar war er da und hat erzählt, bla bla bla. Melly war aber auch sofort skeptisch und hat mir gesagt, ich solle dir erzählen, dass er gesagt hat, dass er, wenn er irgendetwas aus Pettes Wohnung holen sollte, verstecke er die Beute bei dieser Sarah, war doch dann kurz bei dir. Nein, würde die Sarah nicht machen, der weiß ganz genau, dass Sarah sofort zu mir kommen würde und mir das geben würde. Ich frage sie jetzt mal, Sarah, bist du zu Hause? Würde gleich mal vorbeikommen. Nein, später erst. Kann dir ja mal Bescheid sagen, wenn ich da bin. Muss mit Sarah erst mal texten. Oh, sie antwortet gerade. Gib mir mal Bescheid. 20.9.15, 11.02 Uhr. Hast du keine WhatsApp? Dann könnte ich dir das schicken, was Sarah dazu sagt. Marco 20.9.15, 11.25 Uhr. Sie hat nichts damit zu tun und sie würde das niemals für ihn machen, glaub ich ihr, weil sie keinen Grund, mir an die Karre zu pinkeln. Und warum behauptet Daniel sowas, dass Melly ihm ein Alibi geben will? Würde er nicht ohne Grund machen? Scheiße, nur dass man ihn um 23.55 Uhr beobachtet hat. Und er selber noch zugibt, dass er gesehen wurde, bis hin, dass mir Leute erzählen, dass sie damit prallen. Und es auch bezeugen und beweisen können, was sie ausgesagt haben. Dumm, aber wahr. Und es passt alles, der Bo hat an dem Abend dem Damir sogar noch ein Schraubenzieher geliehen. Und beide wurden von Arthur erwischt. Und danach sind sie zu Kollegen gegangen. 1 Woche später haben sie sich eingesoffen beim Kollegen und dann alles erzählt. Nächsten Tag kam Kollege an und hat mir alles erzählt. 3 Zeugen habe ich mehr, brauche ich nicht, um das zu bestätigen, was hier abgelaufen ist. Marco hat einen Anruf von dir verpasst. 20.9.15, 12.17 Uhr. Leider habe ich deine Nummer nicht. Wollte dich kurz sprechen. Ich war gerade bei der Melly, die ist stinkesauer auf den Typ und würde niemals zu seinem Gunsten aussagen. 20.9.15, 12.19 Uhr. Okay, nicht weitergeben. 015752756550. Marco 20.9.15, 12.45 Uhr. So, nun ist es soweit, ab heute bekommst du meinen Zorn zu spüren. Ficken wolltest du mich? Privatermittler sind dir bereits auf den Fersen. Sobald ich weiß, wo du dich im Moment aufhältst, wirst du von gefickt.
Ich sorge dafür, dass du 24 Sankt-Knast-Besuch mit Rudelbums erhältst und das kostet dich überhaupt nichts. Schönes Leben noch, auch wenn es nur noch kurz ist. 1-0 Nachricht. Was willst du denn von mir, du Wichser? Bist du behindert oder was? Was lapperst du für eine Scheiße? Knut hab bis jetzt kein Wort über dich verloren und jetzt kommst du mir so. Wir können gerne gegeneinander uns beleidigen, aber drohen lass ich mir doch von dir nicht. Dann sag doch, wenn du was behauptest, auch worum es geht. Meinst du, ich habe Schiss? Vor dir? Junge, was ist dein Problem? Marco 10.12.15, 3:09 Uhr.